sind sie. Gut aussehend. Lustig. Einzigartig sind sie nicht. Aber sie sind die Comedy-Männer. Live in der alten Kaserne Zürich. Da ist der Michael Schweizer, der Aaron Herz und der Stefan Büsser! So. Geil. Hallo Vater. Hallo. So, herzlich willkommen. Schön sind ihr alle da. Fantastisch, habt ihr den Weg hierher gefunden. Wir sind in der alten Kaserne. Wir sind direkt neben der Langstrasse im Kreis 4, im Kreis Kreb, neben dem Polizeigefängnis. Also mehr Zürich geht eigentlich nicht. Ja. Nein. Also für mich fühlt es sich immer noch, als wäre ich in Wülflingen. In Wülflingen, der Wülf. Aber in Zürich, sorry schnell. Welches Zürich genau? Es wird ja mehr wie ein Zürich geben, oder? Zürich am Albis, Zürich am See. Es ist Zürich an der Limmat, dort wo die Autos reingehen. Ja, das ist, okay. Das ist das. Es ist das Zürich, wo der Nussgipfel 6 Stutz kostet und ich prangere das an. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt nicht genau durchgerechnet. Ich weiss ungefähr, wie viele Leute das sind, aber wenn ich da rausschaue, würde ich sagen, etwa 3-mal Monaco. Ja. Ja. So von der Größe. Aber sind überhaupt Leute da von Zürich? Weil normalerweise, oder, wenn ein Event am 7. anfängt, oder, da reiben sich die Zürcher zuerst mal das Koks aus der Nase vor Verwunderung. Oder? Das ist früh, das ist früh, das muss man sagen. Ja, Samstag am Abend, am 7. in Zürich. Ja. Da sagt man Brunch. Ja. Das ist so. Wir haben ein geiles Brunch-Programm vorbereitet. Es kommen noch ein paar Überraschungsgäste. Freut euch auf Feinheitsstreichli! Kommen die wirklich? Ja, ja, ja. Fix. Fix. Okay. 100%. Ja, der Ueli Maurer kommt sie dann ansagen. Nein, wenn es wirklich gut läuft, gehen wir nachher alle zusammen noch mit dem Zug auf Bern und stürmen das Bundeshaus. Wenn es gut läuft. Also, wenn ihr Zeit habt, einfach mal sagen. Also, ich habe nichts mehr vor. Ja. Nein, die Leute sind ja angestanden draußen. Wirklich, wir sehen es, oder? Es ist proppe voll da drin. Wobei, ich glaube, in Zürich steht man einfach gern an, oder? Ja. Wenn es keine Schlange hat, ist es nicht wichtig. Ja. Ich glaube, da haben sich Leute in die Schlange gedrängt, die sind aber wieder gegangen. Ja, ja, das kann ich also bestätigen, oder? Da würde ich wetten drauf. Länger als vor Zürcher Clubs wartest du nur im Holzzuschnitt. Das kann ich also bestätigen. Das ist ganz sicher so, ja. Gut, wir haben uns ja können entscheiden, machen wir es in Zürich oder gehen wir doch auf Zermatt in die Walliserkanne. Ja. Ja. Ist auch freier Raum im Moment, hat viel Platz. Hat Platz, ja. Ja, hat Platz, ja. Ja. Wobei, also, für ein bisschen Stimmung, oder? Müssen wir jetzt zuerst noch ein paar Pyros ins Publikum werfen? In Zürich macht man das so, habe ich gehört. So. Nein, ein bisschen von den Füßen, erst GC-Fan. Ja, stimmt. Wir haben jetzt zuerst einmal Comedy. Nachher haben wir Rockcovers. Nachher haben wir, glaube ich, noch Schlagermusik, kann man es sagen? Das kann sein. Also, ich glaube. Also, für mich denkt das mehr nach einer Kreuzfahrt. Aber ja. Kotzen wird vielleicht auch. Ja, Kotzen. Es ist ein bunter Mix. Es ist ein bunter Mix. Ja, je nachdem. Wir wissen jetzt nicht, was passiert, aber wir wissen zumindest, über was wir jetzt in den nächsten paar Minuten mal reden: über weiße Weihnacht, das blaue Nem und rote Penis. Was mich zur Frage bringt, wie geht's euch eigentlich? Aaron! Danke! Ja, nein, ich bin ein bisschen überrascht. Es geht mir irgendwie auch nicht so ganz gut, überraschenderweise, oder? Ich bin unterwegs und habe ein Stretch-Limo gesehen. Ein Stretch-Limo? Wow. Was ist das für ein Konzept? Also, es ist Fokuhila, es kommt wieder, ist es nie weg. Was soll das? Hast du jetzt Zürich gesehen oder Zwölflinge? In der Ostschweiz. Ach, eben, kann ich das sagen. Also im Schwarzwald. Gesagt, in der Ostschweiz. Nein, ich verstehe das Konzept nicht. Das Auto kannst du nicht brauchen im Alltag. Da hast du fürs Business vielleicht, ja, aber dort ist auch einfach nur ein flacher Bus. Keine Ahnung, was da jetzt soll, oder? Du kannst mit dem nicht posten. So, ja, hättest du gerne ein schönes Auto? Nein, ein flaches.
Es langs, es soll möglichst lang sein. Gut, wobei zum Posten könntest du schon brauchen. Wir haben gerade Menge Haras Bier rein. Ja, fahrst einfach nie in eine Parkgarage. Da, nein. Geht's nicht. Weißt du, und ja, innen? Dann merke ich mir, dass du noch nicht so lange Auto fahrst, Aaron. Oder? Ja. Ich fahre natürlich auch mit einer Stretch-Limo rückwärts Migros ins Parkhaus rein. Mit verbundenen Augen und Kopfhörer drin. In diese Parkhäuser komme ich auch rein. Beziehungsweise auf den Parkplatz. Nein, wirklich. Und weißt du, innen dran sehen sie aus wie ein schäbiges Casino im Aargau. Irgendwie ein dekorierter Spunte im Rintel an der Fasnacht. Oder so der Porno-Kino-Schick in den 90er Jahren. Oder du hast keinen Platz drin. Man hockt so eng an Knie. Wenn du aussteigst, dann verrupfst du die Hose, weil du so weit unten bist. Und wenn du den Rock hast, zeigst du einfach mal alles. Weil du sonst nicht raufkommst, oder? Und du hast irgendwie zwei Kundengruppen. Zwei, oder? Ja. Du hast Polterübung. Ja. Wo gehen wir feiern? So richtig so ins Pirates auf Hinwil. Hinwil am Albis, ist es das, oder? Hinwil am Albis. Ja. Und dann hast du Kanti-Schüler, ja, die gerade ihren Abschlussball feiern wollen. Wo gehen sie her? Im Pirates auf Hinwil. Das heisst, dein Business ist irgendwo im Raum Hinwil. That's it. Es ist von keiner Perspektive ein gutes Ding, die Stretch-Limo. Weißt du, wem gehören die Stretch-Limos? Wem? Ein Pirates in Hinwil. Die haben dort sicher eine, oder? 100%. Michael, wie geht's dir? Du, es geht mir hervorragend. Ich bin zurück im Kreis 4, im Kreis Keib, dort, wo ich lange gewohnt habe. Bevor ich auf Luzern gezügelt bin. Vielleicht mag sich der eine oder die andere noch an die Geschichte erinnern, wo das Nacht mal jemand in seine Wohnung eingebrochen ist. Das haben wir noch bei den Quotenmännern erzählt. Das war im Kreis 4, ja. Ja, wo plötzlich ein spanischer Airbnb-Tourist in meiner Wohnung gestanden ist und nur gestackelt, Airbnb, Airbnb. Und ich bin viertelblub vor ihm gestanden. Das ist eine schöne Geschichte. Ich weiss aber nicht mehr, in welcher Folge das war. Ja, eine von der ersten. Nein, aber wenn ich dann wieder im Kreis 4 unterwegs bin, dann muss ich immer an eine Geschichte zurückdenken, wo 2007 passiert ist, als ich frisch zu Radio 24 gekommen bin, als Produzent von der Morgenshow. Und dann bin ich 4 Wochen bin ich dort am Arbeiten gsi, aber ich hatte keine Ahnung von Radio machen. Ich bin eigentlich aus der Sofa-Abteilung von IKEA in das Radio gekommen. Es ist wirklich so. Also er hat sich nicht müssen mit dem beim Sofa ausschlafen, muss man noch sagen. Nein. Ich habe das müssen mitnehmen. Oder? Ja. Ja. Nein, sie haben einfach ein Sofa gebraucht und ich habe gesagt, ich kann das organisieren. Und dann habe ich den Job. Nein. Und dann waren wir 4 Wochen da und dann war Oktoberfest im Hauptbahnhof. Wow. Und dann hat es geheißen, ja, wir brauchen noch Töne, wie die dort anzapfen, weil Christa Rigozzi sagt dort. Das war 2007, oder? Da war Christa Rigozzi noch sehr prominent. Und blöderweise war die Praktikantin krank und dann hat es mich getroffen, weil ich bin quasi der war, der am frischesten dort angefangen hat. Und ich habe aber dann den ganzen Tag gearbeitet und bin dann zu Abend um 6 Uhr zusammen mit Sascha Wander, wo auch das. Sascha, bist du da? Da vorne. Wer ist da? Ja. Gut, mit Sascha Wander zusammen. Er holt nachher noch Töne. Unbedingt. Dann sind wir zu Abend, um 16 sind wir ausgerückt. Und dann hat dort Christa Rigozzi angezapft. Und ich glaube, da, wie heisst der aus dem Bündnerland, oder Mister? Der Renzo Blumenthal. Der Renzo Blumenthal. Ich glaube, der war auch noch der. Und sonst noch ein paar, gell? Der war 2007 auch noch prominent. Ja, genau. Also das ist etwa eine Viertelstunde gegangen und dann war der Job erledigt und alle Töne waren im Kasten. So ein bisschen mit denen geredet. Ja, so ein wie findest du ein Oktoberfest? Wann trinkst du Bier und so? Was machst du an Weihnachten? Was man halt so fragt, wenn man so Radioumfragen macht. Und nachher dann hat dort der Organisator gesagt, Stefan hat er übrigens geheißen, aber nicht Stefan Wiesner. Komm, hockt doch da noch an den Tisch und esset noch etwas. Esset noch etwas. Okay. Dann ist das erste Bier gekommen, dann ist noch mehr Bier gekommen, noch mehr Bier gekommen und irgendwann habe ich das Zeitgefühl verloren. Und dann ist es kurz nach der 11. schaue ich aufs Handy und sehe, es Radio 24 62 Mal angerufen. Dann habe ich mal angerufen, die Reaktion, ich sage, ja, hey, ist los? Wo bleibst du? Wir brauchen die Töne für Delphi News. Ich komme sofort. Du musst nicht mehr kommen, es ist Viertel ab 11. Ja, ich bin neu. Das hat mir niemand gesagt. Und dann,
Ich glaube, der Wander, der ist jetzt schon lange daheim gsi. Hey, hallo. Ja, und nachher bin ich also zurück in das Radio 24. Bin in die Redaktion, der hockt dort, Nachtschicht hockt dort, schaut mich nur so kopfschüttelnd an und ich so, hallo, ja, da. Und hat dann denen die Töne gegeben ab dem Mikrofon und dann wollte ich Töne schneiden für am nächsten Morgen, für die Morgenshow, was mein Job gewesen wäre. Und hockt dann an den Tisch und beim Radio hast du immer, du hast zwei Bildschirme. Du hast ein Bildschirm, wo so das Office drauf läuft und du hast ein Bildschirm, wo das ganze Audioprogramm drauf läuft. Da habe ich entschieden, Michael, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um die Töne zu schneiden. Du machst jetzt ein Schläfli. Und dann bin ich beim Musikchef unter den Tisch unter und habe dort so einen Robbie Williams Merchandise-Bulli genommen unter den Kopf und bin dort eingeschlafen. Tipptopp. Dann wird es morgen um 3 Uhr und der Morgenshow-Moderator, der David Karasek, kommt arbeiten. Der kommt rein, macht das Licht an, dum, 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 dum. Ich rief unter dem Tisch und so, was ist da los? Der hat wirklich den Schreck von seinem Leben gehabt. Dann muss ich aber sagen, bin ich aber aufgestanden, habe die Töne geschnitten und bin heim, logischerweise. Und dann bin ich aber heim und habe gesagt, los, ich komme ein bisschen später, ich komme nicht auf die Redaktionssitzung, ich komme erst um 10 Uhr und nicht um 9 Uhr. Und dann, als ich um 5 vor 10 Uhr im Bus rein bin, zum Radio, respektive im Tram, läutet die Assistentin an vom Programmleiter und sagt, Michael, wo bist du? Ich sage, ich komme gerade, bin gerade da. Wieso? Ich habe den Markus gesucht. Das war der Programmleiter. Vierte Woche. Ich so, ja, wieso sucht jetzt der mich? Ja, weisst du wahrscheinlich schon wieso. Ich so, okay. Dann bin ich rein, direkt zum Programmleiter ins Büro rein, vierte Woche. Er so, Michael, ich so, Markus, sag nicht. Da haben die ganze Geschichte erzählt. Du, schau, es ist einfach passiert. Ich meine, der Wander ist der gewesen. Da haben wir, oder? Haben ihm alles erzählt, außer dass ich mir den Abend nochmal durch den Kopf lag auf dem WC. Das habe ich nicht erzählt, das habe ich verschwiegen. Und dann hat er gesagt, los, ich habe dich eingestellt, weil ich gedacht habe, du bist ein geiler Sieg. Und jetzt wissen wir, du bist ein geiler Sieg. Es war wirklich so gewesen. Ja! Und an das muss ich einmal denken, wenn ich da durch die Langstrasse fahre. Wie geht's denn dir, Stefan? Hey, mir geht's auch gut. Ich habe Probe für den Privalo. Ja, ich habe es gehört. Fancy. Es ist Montagabend und ich habe schon gesagt, ich komme morgen ein bisschen später. Ja, aber jetzt, wo du, die Radiogeschichte erzählst, kommt mir auch wieder einer in den Sinn. Ich habe ja auch bei Energy geschafft, also bei der Konkurrenz von Radio 24. Und da gibt es einmal im Jahr gibt's das Energy Stars for Free. Ja. Heisst jetzt, glaube ich, anders, ist im Hallenstadion. Und das war mein erstes Jahr bei Energy. Und ich habe irgendeinen so einen völligen Scheissjob zuteilt bekommen. Glaube ich, irgendwie, weiß auch nicht, Getränk bringen für VIP, irgendeinen Kack. Auf jeden Fall hat mich das angeschissen, weil ich habe ja einen relativ grossen Bühne. Drang, ja. Und ich wäre gerne auf die Bühne. Und da habe ich backstage die Getränke aufgefüllt, dann ist der Blick gekommen. Wir haben das natürlich vor ein paar Interviews und so gekannt. Der Blick. Der mit der Musik. Ah. Ja. Ja. Ist er schon bekannt gewesen? Da? Der ist schon oder bekannt. Oder hat er noch Marco geheißen? Also, sagen wir, die Skala von der Bekanntheit war Renzo Blumenthal, Christa Rigozzi und dann der Blick. Das kannst du Sascha Wanner? Ja, gerade noch zwischen der Rigozzi und dem Renzo. Okay. Ja. Nein, aber es ist so gewesen, dass er dann gesagt hat, wir suchen noch Leute, die am Schluss, er hat Rosalie dort, der grosse Hit gehabt, Rosen verteilt auf der Bühne ins Publikum raus. So. Ja. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit vorgelegt, das mache ich sehr gern. Da helfe ich dir, ja. Und bin dann für den letzten Song mich bereit machen hinten. Was ich nicht gewusst habe und der Jon schon moderiert hat, der auch Rosen verteilt hat, war, dass am Schluss ein grosses Feuerwerkplan war, oder? In jedem normalen Unternehmen weiss man ja, was in einer Show passiert. Jetzt ist bei Energy das ein bisschen anders. Dort sind damals nur zwei Leute eingeweiht. Also ein Ablaufplan vom Energy Stars for Free angekommen ist einfacher, schwieriger, als wenn du jetzt zum Beispiel, weiss auch nicht, von irgendwelchen Käse-Rezept willst. So, oder von diesen berühmten. Okay. Ja. Es ist wirklich. Es ist das ist ein so schöner einfach. Vergleich. Ja, danke. Eine mächtige Geschichte ist nicht vorbereitet. Das ist absolut richtig. Und Uhren so. Was man auch über Energy muss wissen, sie geben nicht gerne Geld aus. Ja. Ja. Und darum sie hast du nicht so lange gearbeitet. Richtig. Für die Angestellten. Ja. Ja, auch für die Angestellten nicht, aber das ist ein anderes Thema. Sie haben wirklich
richtig tief ins Bummen gegangen, da haben 12'000 Stutz für ein Schlussfeuerwerk ausgegeben, wo dort von unten nur gekommen wäre. Währenddem der Jonsch und ich Rosen genau über dem Feuerwerk, wo wir nicht gewusst haben, dass ein Feuerwerk kommt, verteilt haben. Und hinter der Bühne auf einem Bildschirm ist der Chef von Energy und sieht uns dort drüber lehnen und will eigentlich auf den Knopf drücken. Und hat in einer Sekunde müssen entscheiden. Bitte sag mir, dass es... Verbrenne ich jetzt 12'000 Stutz oder verbrenne ich zwei Moderatoren? Und was soll ich sagen? Ich bin verdammt froh, hat der Knopf nicht funktioniert. Oh Gott. Stell dir vor, was uns alles erspart wäre. Ja, wir hätten einen ruhigen Abend heute. Weißt du, wäre schön heute. Einen ruhigen Abend. Aber eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja, kommen wir gleich mal zu Themen von Woche. Ja, wir müssen immer abarbeiten. Ja, wir haben einiges. Viele von euch sind wahrscheinlich auch über den Zürich Hobby da reingekommen. Im Herbst wird jetzt der Kanton Zürich anlässlich von der nationalen Impfwoche im Hauptbahnhof ein Impfdorf aufbauen. Ja, das steht normalerweise an der Weihnachtsmärkte. Ja. Thematisch bleibt es gleich, oder? Ja. Es hat Hirten, die so Schlafschaf hüten. Ja. Schön. Ja, absolut. Und du musst, der Josef, oder? Mhm. Der ist nicht Zimmermann, sondern der ist wahrscheinlich so ein YouTuber, oder? Der geht täglich live, oder? Der hat die ganze Warte, oder? Bis irgendwann irgendeines Tages so drei Flacherdler auftauchen und fälscht die Covid-Zertifikat verticken wollen. Ja. Dann ist das... Ja. Und wenn eine ältere, verwirrte Frau die sieht, rumlaufen, das ist Maria, sie hat sie in dem Moment gerade auf Telegram gegen Hotels, wo sie nicht je gelassen hat. Ja, genau. Und dann hat es die drei Könige, oder? Die heissen Moderna, Pfizer und Sputnik. Ja. Und nebenan hat es so am Rand aus so einen einsamen Stall. Dort singt der Massvollchor. Oh. Ja. Sein Lieblingslied, oder? Aha. Liberté, Liberté, lieber Jagerté. Ja. Ja, so ist Weihnachten. Schön. Oh. Im Impfdörfli. Ja, im Impfdörfli. Absolut. Könnte auch vom Pfarrer Sieber eine Veranstaltung sein, Impfdörfli. Ja, oder Brotstube, Sonnenstube. Das Impfbüsli. Ein Impfibus, Impfibus. Impfibus. Ja. Sehr schön. Aber jetzt freue ich mich auf die Glühimpfungen. Das ist die, gebe ich mir glaube ich auch. Wirklich. Ja, also, ja, das stimmt. Die Glühimpfung. Glühimpfung, ja. Glühimpfung. Vielleicht nehme ich die per Glühimpfung. Ja, ja, nein, von dem Glühwein hätte ich gerne den Booster. Ja, nehme ich nochmal einen. Definitiv, ja. Und in der Mitte von dem Dorf steht, Achtung Wortspiel, ein Nadelbaum. Oh. Ja. Das Dorf heisst Impfnaue Fredrik. Ja. Ich möchte mich auch noch sagen. Das Dorf heisst Impfnaue Fredrik. Könnt ihr für den auch klatschen? Aber da merkt man jetzt, das ist vorbereitet. Wirklich? Ja. Wisst ihr, wieso dass es ein Impfdorf ist? Oder wieso dass man da weiss, dass es ein Impfdorf ist? Es hat keine Poststelle mehr. Ja, und ist gestrichen. Der Volk ist zu. Ja, Lädeli sterben. Ja. Das Dorf ist übrigens eben wegen der Nadelbäume zuletzt im Schwarzwald nachgebaut. Das heisst, der Alain geht diesen Monat nicht in den Schwarzwald. Ja. Ja. Und es hat dort auch geschlossene Walliserkanne. So für die Nein, die Stimmung ist wunderschön wie nächtlich. Die Leute schlendern so durch das Dörfli durch. Also, wegen der Nebenwirkungen sind einfach alle so ein bisschen müde. Ja, dafür hat es aber auch eine riesige Achterbahn mit so lauter Corona-Wellen. Ja. Mega geil. Und die mittlerweile so richtig hässig sind auf die Massnahmenkritiker, das kann es ja geben, oder? Für die hat es so, wie so der Kilby, gibt es noch einmal den Hau den Nikolas, wie heisst das? Ja, genau. Ja. Heisst es anders, ich weiß nicht. Mal, ich glaube, Hau den Nikolas. Ja, und dann gibt es noch so Konzerte, oder? Ja. So Stars, oder? Zum Beispiel vom Baschi. Ja. Weil er steht ja so für einen gesunden Lebensstil. Oh. Ja. Gut, der macht mittlerweile auch alles. Ja, der macht alles mit. Alles macht er. Ja, Leute, die aus der ganzen Schweiz auf Zürich kommen für eine Spritze. Wenn ich mich mal erinnere, ist das Experiment vor 30 Jahren recht explodiert. Ja. Das hat nicht funktioniert. Nicht gut gekommen. Bin nicht sicher, ob wir das nochmal machen sollten. Ja. Aber das Impfdorf an und für sich ist ja, glaube ich, eine gute Idee. Ich persönlich glaube einfach, da bringt nicht mehr viel. Also, ja. Die Meinungen sind gemacht. Die Idee finde ich gut. Was mich so ein bisschen stört, sind so wirklich so, ja, die Konzerte und das Happening drumherum. Niemand lässt sich impfen, weil jetzt der Baschi noch ein Lied spielt dort. So, ja, bis jetzt bin ich dagegen gewesen, aber der Song, ja mal. Wobei, finde ich, wenn sich zumindest der Baschi impft, dann, dann ist er schon geholfen. Ich hoffe, er ist es. Ja. Ja. Ich gehe davon aus. Aber ich glaube auch nicht an einen durchschlagenden Erfolg in dem Fall. Ne? Nein. Also, ja, wenige vielleicht, Wenn du jetzt nicht geimpft bist, dann ist es jetzt halt so. Andere ist es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Also,
Vielleicht ja, Impfdorf? Nein. Nah. Ja. Dann nehmen wir doch das nächste Thema. Unbedingt. Ja. Müssen wir nicht lange drüber reden. Ja, ja. Ja, sind ihr alle geimpft? Ja, das hat richtig gut funktioniert. So. Man steht auch nicht gerne dazu, gell? Ja, ein paar stehen schon, aber die haben einfach Stehplatztickets. Also das liegt mehr an dem. Schönes Novum, das Schweizer Fernsehen hat das Länderspiel der Frauen-Nazi gegen Rumänien auf TikTok gezeigt. Das ist auch noch passiert. Ja. Ja. Gut, Fernsehen macht das SRF schon lange nicht mehr. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Das jetzt TikTok? Ja. Ist jetzt eine Halbzeit 15 Sekunden, oder? Was ist los? Sorry. Liebe Frau, gute und eine schlechte Nachricht. Sie übertragen unseren Match, aber er kommt auf TikTok. So muss das in der Kabine tönt haben. Definitiv, ja. Ja, aber das ist einfach genau das, was der Frauenfußball jetzt braucht, um so ein bisschen ernst genommen werden, oder? Das ist eine Übertragung auf TikTok. Das ist so der letzte Boost, den es noch gebraucht hat. Jetzt ist der Frauenfußball gross. Ja, jetzt kommen die Sponsoren. Ja, ob. Ja, es ist auf TikTok. Aber müssen Sie denn jetzt während dem Match so Tanz-Challenges machen, so kurz? Eigentlich würde ich jetzt ein Goal schiessen, aber jetzt muss ich Tanz-Challenge noch machen. Immer vor dem Freistoß. Ja. Musst du nicht eine Challenge tanzen. Ja, ich freue mich besonders dann auf die Frau WM, die wird dann auf Onlyfans übertragen. Also, das wird gut. In welchen Trikots? Kein vermutlich. Ja, ist natürlich ein Versuch von SRF, die Jungen ein bisschen zu erreichen. Da frage ich mich, wieso macht man das nicht einfach klassisch mit einem weißen Lieferwagen und ein bisschen Schlagzeug? Also das... Das scheint ein Konzept zu sein. Es geht ja viel einfacher. Und auch günstiger, abgesehen davon. Man muss das SRF in Schutz nehmen. Sie haben natürlich das Spiel gegen die Rumänien nicht nur auf TikTok gezeigt, sondern auch auf ihrem Hauptkanal, auf SRF Info. Ja. Das ist wahr, das ist ein Fakt. Schau dir Frauenfußball. Dann kann man sagen, Frauenfußball, sind wir dafür, sind wir dagegen? Ja, natürlich dafür. Aha, ja, okay. Ja. Also schaust du aktiv? Ja, wenn es im Fernsehen kommt, schon. Ich auf TikTok nicht. Ich bin nicht auf TikTok, darum nicht. Ja? Hä? Was? Schaust du Frauenfußball? Schaust du Fußball? Ja, ich schaue halt nicht so Fußball. Ja, genau, ich schaue halt keinen Fußball. Ich bin grosser Fan. Ich weiß. Bist du gar schon mal auf England gereist, zum Frauenfußball schauen? Nur für den Frauenfußball? Nur wegen dem Spiel. Ja. Wie soll ich es jetzt politisch korrekt sagen? Die Chance, dort eine abzukriegen, ist relativ gering. Also, Alter. Als Mann. Aha. Das gibt einen Applaus. Ja. 2021 gibt das Applaus. Ja, wieso? Ist das etwas Schlimmes, wenn man lesbisch ist? Also, aha, jetzt hast du mich wieder verwischt. Ja. Ich habe nicht gesagt, das ist schlimm. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Chance. Du schaust Frauenfußball nicht. Ja. Was? Ich schaue schon Frauenfußball. Aber? Hä? Ja, ich habe halt einfach. Das Problem ist, ich habe kein TikTok. Also. Ja, sag mal, ich habe keinen Fernseher. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Da sprechen wir jetzt wieder mit einem Tabu, respektive nicht wir, sondern die Delegierten von der Migros haben das gemacht. Mhm. Die haben entschieden, Migros darf bald Alkohol verkaufen. Was mich. Wow, schön, auch noch ein Alkoholiker im Publikum. Alkoholiker! Schnittmenge Alkoholiker und Mikrokind. Ja. Hey, aber mit dem Thema, haben die nicht Durst? Ich habe mal Bedienung gehabt. Ist irgendwie eine Bedienung, die wo, wo uns irgendwie das könnte aufschreiben? Ich glaube es schon, oder? Kommt eine Bedienung? Grüezi. Ja, das war klar. Drei Bier gern. Drei Bier, danke. Ja, Achtung. Ja. Also, bei der Migros kommt es zum Tabubruch. Die Delegierten von der Migros haben entschieden, sie dürfen bald Alkohol verkaufen. Ja, sie haben auch wild gefeiert mit Wein vom Denner. Ja. Und die Delegierten von der Migros sind wirklich so ein bisschen prophylaktisch, sind schon mal als Grab vom Migros-Gründer, vom Duttweiler. Und haben dann schon mal gedreht, oder? Ja. Dass sie sich nicht mehr graben können. Ja. Gut, in dem Alter drehst du ja nicht mehr selber, oder? Das ist natürlich auch schwierig. Ja, jetzt kommt er schon gut. Ja. Der einzige Kellner, der sich auch ein Bier für sich mitbringt. Danke vielmals! So. Ja, Applaus für unseren Kellner. Komm, nimm doch Platz. Komm. Mal, nimm doch schnell Platz, komm. Komm. Das ist schon schnell. So, ich dachte, er bringt jetzt so eine Hausmarke von der Migros. Ja. Irgendwie Modka Morbatschow dann oder Maperol spricht das dann Hallo. Ja, hallo. Ja, das ist mein Mikrofon. Wenn du es in der Hand hast, ist es dein. Ja. Das ist
der schlechteste Podcast, den ich je gehört habe. Wieso? Ja. Was ist passiert? Das ist der einzige Podcast, den du lustig? Je gehört hast. Ist das wirklich lustig? Ja. Ja, komm, hör doch. Also ich weiss nicht, ob man es merkt, aber er ist heute schon der Delegiertenversammlung von der Mikrozeit. Oder wie wir bei den Migros sagen, wie sind meine Schuhe? Scheiße! Scheiße! Weißt du, wie schmecken deine Füße? Aber Barsch im Mikro ist gut. Da gibt's. Nein, ich bin ein Coop-Kind. Du bist ein Coop-Kind? Ja, ja, ja. Dann verpasst du den Wein, ja. Den M-Budget-Wein, 2 Liter Pack. Und seit bringen heim bin ich ein Globus-Kind. Ja. Weißt du, für ein weißt du, das bringen heim? Ich kann nur noch einen Globus einkaufen. Weißt du, das bringen heim, wo er schwätzt? Ja, weiß. Von wo ist der? 1M Betrunkener, oder was? Aber ich merke, ihr fühlt euch mega. Was? Das ist schon der Satz. Ja. Nein. Ja, wir fühlen uns mega. Das nein, ist, ihr fühlt euch sehr so, wohl. So schreibt er seine Lieder. Nein. Eine halbe Ziele. Eine halbe Ziele und dann wiederholt er die ein paar Mal. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass mit K.O.-Tropfen ins Bier da. Das haben wir krass. Da fährt man das Mindest. Auf deinem IKEA-Stuhl. Jawohl, das, ja, tatsächlich. Nein, du fühlst dich wirklich mega wohl. Ja, ich bin so. Ich habe für IKEA geschafft. Ich habe dich Backstage mit... kennengelernt. Muss ja, sagen, Junge. Ist das für dich auch so schön gewesen wie für mich? Ja. Wieso bist du so schön angelegt eigentlich? Ja, nein. Sicher nicht wegen euch. Ja, das hast du schon gedacht, ja. Aber wenn ich die erste Reihe sehe, muss ich... Da bist du gerade eifersüchtig. Ja, ist geiler als bei meinen Konzerten. Ja, das glaube ich. Wenigstens ehrlich aber, ist er. Ja. Aber, ja, bitte. Das kann nicht wegen dir sein, nicht wegen ihm sein, nicht wegen dir sein. Wieso ist die Reihe so geil? Hä? Findet ihr das so cool? Hä? Ist das so cool? Das versteht niemand. Nein. Ist das so cool? Vielleicht, wenn du es 50 Mal fragst. Ich bin an einer Taufe. Ja. Du bist jetzt aber schnell gegangen, jetzt hast du erst gerade geheiratet. Jetzt hör mal auf. Ich habe gemeint, du seist getauft. Bist du nein. Ich bin an einer Taufe gesehen, wegen dem bin ich so angelegt. Ah. Oh. Hey, unglaublich sexy. Das ist nicht der Influencer. Das ist nicht ein Swiss Influencer Award, Baschi. Sie sind noch nicht betrunken. So unglaublich sexy. Okay. Ja, ist jetzt halt geheiratet, gell? Dein Publikum ist nicht mein Publikum. Das ist völlig in Ordnung, das ist mir auch recht. Ja. Baschi, sag schnell. Ich sag gar nichts mehr. Du hast. Nein, dein Publikum schießt mich an. Er meint es nicht so, er meint es genau so. Ich meine es genau so. Sag schnell, jetzt, wie lange bist du jetzt geheiratet? Wann ist es? Im September ist es Hochzeit. Wie spät ist? Wie ist es denn? Du bist ja eingeladen gewesen. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich etwas gratis zu essen bekomme. Wieso ist das so ein amateurmäßiges Audiosignal? Also das ist wirklich eine Katastrophe. Also man will nicht... Auf die Ohren, ich gehöre. Nein, da sieht man, die wollen einfach Geld machen. Mit ganz wenig Qualität, ja. Darum ist er da. Ja. Nein, ich finde das ganz schlimm, dass man die normalen Bürger so ausnützt und ihnen das Geld aus der Tasche rauszieht. Mit so einer schlechten... Also Nikolas, lass mal. Also so viel hast du jetzt nicht mehr bezahlt, dass du da sein Nein. Ich will jetzt die 5 Millionen jetzt noch. Die haben mich abspeisen mit 300 Franken. Ich meine, meine Parkfuss heute oben kostet 300 Franken, weil ich irgendwie das ganze Wochenende oben. Das ist nein, okay. Nein, aber... Baschi, du fahrst noch Auto? Du, ja, nein. Ja. Sitz nicht mehr so läuft, muss er Uber fahren. Uber! So, wir müssen vorwärts machen. Der Baschi muss noch viel flingen. Ja, hat er noch Konzert? Nein, wir bedanken uns ganz herzlich. Nein, ich kann heute nicht mehr heim. Ja, das befürchte ich auch.
Ich bleibe jetzt auf dem Sofa. Als ob du noch wüsstest, wo da ist. Nein, ich bleibe... Hör auf. Ich habe mir so viel vorgenommen, was ich euch alles noch will sagen. Jawohl. Ja, die Party geht noch bis morgen um 4 Uhr. Du bist so eine arrogante Hurenschuhe. Gut, das stimmt, da hat er jetzt schon recht. Das muss man jetzt schon mal sagen. Das gehört er viel. Das tut mir leid. Das tut mir so leid. Ja. Du bist ein richtiges... Arschloch. Du kannst doch das. Weißt du, Leute meinen, du meinst das ernst? Er meint es schon ernst. Aber die Leute meinen, du meinst das ernst? Man muss sagen, er ist zurückgewiesen worden, weil er hat Michael abgefotet backstage. Und also abgefotet, er wollte mich umarmen. Und das hat er nicht so gern. Und darum haben sie sich ein bisschen Kaltstart miteinander. Ja. Das tut mir leid. Lass nachher, wenn du nachher dann darfst du mich nachher nochmal anlangen und so und immer umarmen. Und dann ist alles wieder gut. Ist okay. Ja, weißt du, was ich will? Was möchtest du? Ein bisschen Stimmung in diesem Scheiß. Hey, das ist eine Hammerstimmung. Lass mal! Hey, hey, hey! Ja, er hat lange keinen Auftritt mehr gehabt. Für das muss der Baschi auf die Bühne kommen. Natürlich. Hey, hey, hey! Yeah, yeah! Applaus für den Baschi! Ciao zusammen. Der Baschi! Ja. Ja. Ist jetzt doch besser gegangen als erwartet. He? Also denk, wo er angekommen ist. Es könnte eine Herausforderung werden. Ich arrogante Schafsäcke. Arschloch. Ah, Entschuldigung. Ich kann es anbauen. Korrekt. Ja. Ich muss jetzt dem Mikrofon ein bisschen gut zureden. Das hat jetzt etwas ganz Schlimmes erlebt. Oh Gott. Wow. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es Hochzeit war. Und die Hochzeitsnacht, nein. Ja, ich denke auch nicht gerne daran zurück. Oh Tod, lieber Mensch. Tod, lieber Mensch. Nein, ernsthaft. Das ist wirklich. Und wo wir bei ernsthaft sind, müssen wir noch die ganz ernsten Themen von der Woche ansprechen. Ja, jetzt gibt es natürlich einen Break. Jetzt kommt wirklich das Thema, das ist uns auch ein bisschen unangenehm, darüber zu reden. Aber der Dachs ist in der Städte vom Vormarsch. Ja. Mhm. Ja. Das führt zu Konflikt und die Wildhüter, die müssen jetzt Dachs teilweise aus Notsituationen retten. Ja, ja, ich höre schon die Stadtkind. Was ist ein Dachs? Ein Wildtier, du Iltis. Ein Dachs, für alle, die sich nicht vorstellen können, wie ein Dachs aussieht. Nochmal einen Applaus für den Baschi! Also, ein... Wow. Und ich singe im Volk und vertreibe alle Kunden. Anyway. Aber für den klatschen wir mit das nicht. Also für alle, die sich nicht vorstellen können, wie ein Dachs aussieht, ihr müsst euch am Büssi seine Foxy vorstellen. Überfahren auf einem Schwarz-Weiß-Foto. Das ist so sieht ein Dachs aus. Manchmal wäre ich lieber unsichtbar. Vom Ziegleinstein. Also, dann mache ich jetzt ein Wortspiel zum Flugkrieg. Ja, mach doch ein Wortspiel zum Flugkrieg. Achtung, die Dachse sind erwachsen. Okay. Also, aber wisst ihr so, nochmal, Dachs geratet in Konflikt. Mhm. Mhm. Ja, alles. Alles. Also weißt du, die kommen in Drogenhandel, Prostitution, alles. Man weiß, Biologen wissen, oder? Gerade die Gruppen werden kriminell. Ja, ja. Die sogenannten Problemdachs, ja. Das sind ja die, die Lehre abbrechen, das als Dachsdecker. Oh, riesig! Das Herz. Ich verstehe es nicht ganz. Ich meine, jetzt setzt sich der Wildhüter ein, dass der Dachs nicht in die Stadt kommt. Mhm. Oder?
Wo sind die Wildhüter gewesen, die damals die Aargauer in die Stadt gekommen sind? Komplett versagt, oder? Hat es Aargauer da? Gut, raus. Nein. Alles gut, alles gut. Ja, aber wir haben im Grundsatz ein Missverständnis. Ist ein Dachs oder ist ein Dechs? Ein Dechs? Wie der Wolf statt der Wolf? Der Wolf? Der Dechs ist in der Stadt. Der Dechs. Nein, aber einer, der das Problem sehr früh erkannt hat, war ja der George W. Bush, oder? Mhm. Die Dachse des Bösen. Das früh erkannt. Sehr schön. Möchten sich nur die Eltern unter euch natürlich erinnern. Natürlich. Ja. Also noch ein Joke über den Dachs und wir kommen wahrscheinlich wieder in eine Tierpatenschaft ab. Mal ein besseres anderes Thema. So, wir haben November. November heisst wieder No Nut November Challenge. Die soll überwiegend Männer dazu ermutigen, den ganzen November auf Orgasmen durch Masturbation und Sexualität zu verzichten. Mhm. Okay, ich habe ja im November Geburtstag. Ja. Als ob der November nicht schon scheiße genug wäre, weißt du, ich meine? Ja. Gut, du kannst das Ganze mit dem Movember kombinieren, oder? Ich meine, wenn du einen Schnauz wachsen lässt, ist die Chance gross, dass der Monat kein Sex ist. Das stimmt, ja. Nein, kein Sex und keine Masturbation den ganzen November, oder? Das gibt einen grusigen 1. Dezember, oder? Weißt du, ich meine, das ist doch so, oder? Ja, und vor allem weisst du, am 1. Dezember, jetzt machen es alle, oder? Ein hure Mais in den Hütten. So. Ja, ist ein bisschen laut bei euch gestern, weißt du, da los? Bei vielen Männern weiss man dann Anfang Dezember nicht, sind das jetzt einfach grosse Hoden oder sind es Freiheitstriebler? Nein, das ist der 1. Dezember. Oh, du hast aber schöne Glocke. Ja, aber gut. Also, aber was ist das für eine Bewegung? Ich meine, Sexualität unterdrücken, oder? Das kennen wir ja aus der katholischen Kirche. Das hat super funktioniert, oder? Das ist seit Jahrhunderten ist wirklich ein super Mittel, das wirklich ein Erfolgsmodell, kann man sagen. Ja. Ja, das vielleicht das also auch, doch, das, mal, das geht gut. Ja. Und auf den November folgt dann der Wichstember, oder? Der Wichstember? Das ist so 10-mal pro Tag. Ja. Halt einfach, damit es wieder ausgeglichen ist. Ja, ja. Das, fürs Karma. Das macht durchaus Sinn. Und dann gibt es ja ganz automatisch den Red Penis January. Oder? Das ist. Mit der Red Nose Day. Das ist dann folgt der Red Nose Day einfach ein bisschen tiefer. Ja. Nicht nur vom Niveau. Genau. Jetzt, an dem Punkt habe ich mir notiert, so, jetzt sind wir auf dem Tiefpunkt vom Podcast angelangt. Stimmt jetzt nicht mehr, der Basch ist ja noch da gewesen. Ach, scheiße. Aber es ist trotzdem der Schluss. Sie haben es schon vergessen gehabt. Ich hätte jetzt schon gar nicht dran. Ja, jetzt müsst ihr gleich klatschen, wenn wir noch Closer ran machen. Ja, so gut war es jetzt auch wieder nicht. So. Also ich wäre nicht gekommen. Gut. So. Also, dann komm, dann hole ich jetzt das jetzt so, oder erklärst du? Nein, erklärst du, jetzt kannst du auch mal schaffen. Oh mein Gott. Also, ihr müsst euch vorstellen, oder, jetzt sind ja die Leute, die daheim hören, die unterprivilegierten, nichts taugenden Nutzen, die keine Spiele dann können kaufen oder wollen kaufen, oder kein Geld haben, für die ist jetzt fertig, ihr daheim. Da ist jetzt Schluss. Ja. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Da in der alten Kaserne, da geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Hättet ihr mal ein Bilet gehabt? Ja. Hä? Hä? So ist das. Das hat ja mega lang Bilet gehabt. Ja. Mindestens 24 Stunden. Das ist wirklich, man hat ja wirklich Zeit gehabt. Also, wir wünschen euch daheim eine gute Zeit. Geniessen es, das war es. Bis nächste Woche. Ade miteinander. Ade, merci. Ade.